Servus zusammen, es ist der 2. März und wir haben 16.55 Uhr. Da es hier um das Gold geht, bin ich da zeitlich nicht so sehr gebunden, dass ich auf irgendwelche wilden Schlusskurse warten muss. Also geht es hier heute in diesem Clip ums Gold, das ist nämlich hochinteressant. Das ist der Chart seit Februar letzten Jahres. Mir geht es jetzt erstmal darum, dass ihr seht, wo diese Linien hierher kommen. Das hier. Ich habe die Fibos gezogen von der alten Bewegung 1450 hoch bis zur 2069. Und da liegen wir dann hier mit den Linien, weil ich will jetzt einfach den Chart ein bisschen größer machen. Wie ihr seht, habe ich hier einen Trendkanal gezeichnet. Vom Hoch über diverse Berührungspunkte. Ich habe das hier rausgelassen. Das hier ist noch das Doppeltop, das kennen wir, das habe ich das letzte Mal schon besprochen. Und dieser Kanal geht dann hier runter. Da sind wir jetzt ziemlich in der Nähe. Das hier ist das 50er Retracement gewesen von der eben beschriebenen Bewegung von 1450 bis 2070. Und das hier ist das 61er. Ich zeige es nochmal, hol es nochmal kurz ran, dass ihr das mir auch glaubt. Voilà, 61,8. 1687. Das ist diese Linie hier. Wir sind voll in diesem Trendkanal. Wir sind deutlich unter der 200-Tage-Linie. Die gleitenden Durchschnitte gehen raus. Wir haben die letzten beiden Tage unter dem unteren Band gehandelt. Die Bänder gehen ein bisschen auf. Nicht besonders viel, aber sie gehen ein bisschen auf. Wir sind gerade eben dran. Wie gesagt, wir haben jetzt 16.57 Uhr am Dienstag und das Gold handelt im Moment bei 1724. Also nochmal, gleitende Durchschnitte negativ. Im Trendkanal aus dem Band raus. Wir gelten aber hier schon als ziemlich heftig überverkauft. Das MACD ist weiter negativ. Dieser Bereich hier zwischen dem unteren Trendkanal, also zwischen der unteren Begrenzung des Trendkanals, ist 1679, hier das 61er bei 1687 und das kommt auch noch hier vom Chart her. Wir waren eine ganz lange Zeit, also fast 3 Monate, waren wir im April, Mai, Juni letzten Jahres, sind wir nicht nennenswert unter die 1685 gegangen, hier mal so ein bisschen, na doch, 1671. Das heißt, dieser ganze Bereich hier ist so eine Art Kumulationspunkt zwischen 1670 und 1687. Und ich muss befürchten, dass wir den jetzt nochmal sehen. Aber das ist nicht viel. Da reden wir jetzt hier von 50 Punkten. Das ist eine Geschichte von 2 Stunden, dann sind wir da unten. Was passiert dann? Ich glaube, ich zeige euch auch gleich nochmal die Woche. Ich glaube, dass wir jetzt hier schon insgesamt so tief sind, dass der Markt kurzfristig vielleicht dieses Risiko von 50 Punkten hat, aber längerfristig mehr Potenzial als Risiko. Deswegen, ich werde eins machen, wenn wir hier irgendwo sind und ich lege mich dann nicht auf den Punkt fest, so um die 1700, 1695 zu 1700, werde ich mit der Hälfte der von mir angedachten Position reingehen. Ich muss davon ausgehen, dass hier noch irgendwo ein paar Stops liegen, aber ich will auf jeden Fall welche haben. Das würde ich mir nicht verzeihen, wenn ich da keine kaufte. Und was ich suchen werde, das ist jetzt gleich das, was ich euch zeigen werde, das ist ein Schein, der ist ein bisschen unter 1600. Das restliche 50%. Die werde ich dann kaufen, wenn wir vielleicht eine schnelle Bewegung nach unten machen und sobald wir dann wieder rein in den Trendkanal gehen. Also ich gehe erst nochmal mit der Hälfte rein, weil sonst ist mir das zu heiß. Der Schein, den ich mir ausgesucht habe, ist dieser hier. Das ist ein 1597,80er. Ja, das ist ein Open-End-Schein, der jeden Tag ein bisschen dazukommt. Ich rechne eigentlich damit, dass das innerhalb der nächsten 5-6 Handelstage kommen sollte und dass er dann wieder ein Potenzial hat bis wenigstens 20-Tage-Linie. Dieser 1597er Schein ist von Goldman, hat die Kennnummer Gustav Cäsar 1 Anton 45 GC1A45. Ich gucke natürlich auch nach einem Put, aber das ist jetzt nicht meine erste Wahl. Ein Put möchte ich nicht nur an die Oberbegrenzung des Trendkanals liegen soll auch hinter die 200-Tage-Linie, bei der auch das obere Band liegt, so im Bereich 1880. Da muss ich ein bisschen mit dem Hebel zurückgehen. Gehen wir mal auf Hebel 11. Da muss ich sogar, da liege ich dran, aber ich möchte gerne lieber noch ein bisschen weg. Also ein Hebel 10. Hier sind wir. Das passt. 1893 ist momentan ein 10er Hebel. Das ist auch ein Open-End-Schein, hat die Kennnummer Gustav Heinrich 0UBG. GH0UBG. Der würde also dann hier hinterliegen. Ungefähr da. 93, hier ist er. Da. Ist momentan nicht meine Wahl, aber ich kann mich täuschen und es knallt durch, aber das sehe ich eigentlich jetzt nicht. Ich glaube eher, dass hier so ein Recovery jetzt bald kommt. Das habe ich euch noch die Woche versprochen. Die macht mich eigentlich auch glauben, dass wir hier eine Bodenbildung machen.
Wir sind noch leicht negativ vom MACD. Wir sind bereits heftigst überverkauft über die Stochastik. Die Punkte vom Trendkanal gelten für die Woche genauso wie für den Tag. Und von daher glaube ich, dass wir hier diese Bewegung vom All-Time-High, dass die jetzt hier langsam ausläuft. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.